Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play YouTubers Live. Und wir haben ja unsere vierte Mitarbeiterin startklar gemacht. Wir sind dem Netzwerk mal wieder beigetreten und ich hoffe, dass das jetzt auch irgendwie funktioniert. So, aber erstmal müssen wir ein bisschen Geld machen, weil wir müssen jetzt vier Leute bezahlen. Und Connor ist echt teuer, also. So. Dann zeig mal, was du geschafft hast. Nichts, okay. Ja, wir schauen mal, wie weit wir hier kommen. Jetzt, wo wir ja alles erreicht haben, will ich ja nicht gleich alles wieder ausmachen. So, du nimmst jetzt mal das nächste Video auf. Und zwar, du spielst das jetzt einfach trotzdem an Arbeitsplatz 2. Ja. Du nimmst das nächste auf. Du magst ja nicht gern Konsolenspiele. Deswegen kannst du auch weiter am PC aufnehmen. Und zwar ein Gameplay an Arbeitsplatz 3. Ja. So, dann haben wir dich. Das auch ein Video aufnehmen. Und zwar machst du mal Unreal Dual Mansion. Jetzt, wo wir das Preview haben, machst du mal das Gameplay dazu. Das darfst du an Arbeitsplatz 1 machen. Ja. So. Und wir freuen uns. Alle Arbeitsplätze sind belegt. Wir haben unsere Mitarbeiter hier. Vergnügt. Okay, die sind hochgeladen. Hallo Chihiro, ich möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Ich habe keine großen Erwartungen, aber ich habe gehört, der Film soll großartig sein. Nee, ich lehne das jetzt einfach mal ab. Ich habe nämlich keinen Bock, schon wieder in so ein Ding zu gehen. So, erstmal einen Schluck Energy noch gönnen. So. Wenn alles nach Plan läuft, du stellst fest, dass der Ton... Okay. Ich muss mal wieder das Problem und alles beheben. Was andere Leute, meine Mitarbeiter, höchstwahrscheinlich für mich getan haben. So, wir bewerben hier auch mal. Okay. Ich liebe deine Videos, Chihiro, aber dein Zimmer sieht so leer aus. Ich habe ein paar Sammelobjekte, die gut zu dir passen würden. Ich würde dir ein paar von ihnen für 50 verkaufen. Cool. Du hast einen völlig Fremden gerade 50 gegeben und dafür das Erhalten Gewichte. War es das wert? Ja, vielleicht fehlt uns das ja noch. Wir haben ja sonst alles gekauft. Oh, warte, du kannst das nächste Video aufnehmen. Aber wir sorgen jetzt dafür, dass die Leute hier Geld machen und wir entspannen uns. Okay, du machst einfach noch ein Gameplay. Und zwar, ja, mach mal Arbeitsplatz 1, weil das war ja E-Konsole. So, du, Unreal Dual Mansion. Das ist wohl ein ziemlich beliebtes Spiel. Ja, lad mal hoch, das passt schon. So, du nimmst jetzt das nächste Video auf, und zwar nochmal das. So, dann machst du noch ein Gameplay von... Gehst dann an Arbeitsplatz 4. Ja, das passt. Jetzt sind die wieder beschäftigt. Wir essen noch einen Salat. So, wir bewerben. Noch können wir ja bewerben. So, wir sorgen einfach dafür, dass hier durchgehend die Videos von unseren Leuten produziert werden und wir halten uns zurück, würde ich sagen. Also sonst kommen, also wir gucken mal, wie viel Geld wir da jetzt bekommen. So. Ich habe einen Pinball erhalten. War es das wert? Ich muss warten, bis mein Partner fertig ist mit dem Video. Ja, ja, ja. Lass mal hoch. Hey, kannst du schon? Du kannst das nächste aufnehmen. Sehr schön. So, Sora wollte auch mal was gesagt haben. Okay. Weißt du was? Mach doch noch ein Gameplay und dann kannst du ein Walkthrough machen. Geh mal an Arbeitsplatz 2 dafür, ja. So, Emilia haben wir. Jetzt müssen wir Jaden. So, es tut mir leid, dass Sora im Hintergrund ein bisschen am Eskalieren ist. Das liegt einfach daran, dass dieses... Nee, warte mal, das ist gar nicht ihr Spiel, das ist ihr Spiel. Dass dieses Tier... So.
dass sie im Moment irgendwie, keine Ahnung, ihre Tage hat oder so. Sie ist hier nämlich die ganze Zeit schon am Nest bauen. Der arme Lenny weiß gar nicht, was los ist. Die eskaliert da voll und Lenny steht da so, hä, was geht denn hier ab? Aber gut. So. Wir kaufen hier erstmal einen Standard-PC. Ah, mit den Sachen, die uns Leute verkaufen, können wir das Zimmer vollstellen. Das ist ja spannend. Also spannend, das ist praktisch auf jeden Fall. So, wir rennen jetzt einfach nur planmäßig hier durch. So, er ist fertig. Inbred Racing Diesel Gameplay. Yes. Und wir müssen, glaube ich, neue Spiele kaufen. Okay. Du darfst da ein Video aufnehmen, aber erstmal darfst du nach Hause gehen. Unreal Dual Mansion. Oh yeah. Geh ruhig an Arbeitsplatz 1. Oh nein, er macht das jetzt. Oh nein. Okay, wir hätten ihn vorher nach Hause gehen lassen sollen. So, wir haben ja gerade ein bisschen Geld dazu gekriegt. Dann gucken wir mal, dass das passt. Ja, also Sora, die möchte halt auch dabei sein. Jetzt weiß ich, wozu das da ist. Diese Mondball. Ich fände es schön, wenn man hier vorne noch was hinbauen könnte. Aber das geht ja, glaube ich, nicht. So, Honey hat eine neue Konsole angekündigt. PS Vital. Okay, dann müssen wir sie bald kaufen. Ich verstehe nicht, wie du bei so schlechten Videos so viele Abonnenten haben kannst. Ich glaube es einfach nicht. Antworten? Okay, es war schlecht. OMG, du hast dem Troll Futter gegeben und jetzt gibt es Ärger auf deinem Kanal. Oh. Ja gut. Dann ist das halt so. So, ihr habt dann die nächste auch mal Video gemacht. So, auf jeden Fall läuft es hier mit unserem Geld. So, dass wir dann bald schön einkaufen gehen können. Kannst du schon das nächste machen? Ja, kannst du. Perfekt. So. Dein Spiel war ja Leather Robot. Ein Review. Nee, mach mal ein Walkthrough. Arbeitsplatz 2. Das Spiel läuft nämlich gerade so mega gut. So. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn wir unsere Leute hier immer befehligen und wir selber nichts mehr aufnehmen. So können wir nämlich sicher gehen, dass hier auch alles läuft. So, Video machen. Machen ist auch gut, aufnehmen. So, dieses Spiel ist halt total langsam unbeliebt, aber hey. Du gehst dafür an Arbeitsplatz 3, Arbeitsplatz 5, Alter, mit 12. Okay. So, sie hat einen Walkthrough dazu erstellt. Ey, das ist doch geil. Du chillst, du sagst deinen Leuten, was die aufnehmen sollen. Und das ist deine Arbeit. Ist schon geil, muss man sagen. So. Oh, wir haben gerade, glaube ich, dem Falschen das Falsche gegeben. Okay, dann machst du jetzt das hier. Im Gameplay. Dann darfst du an Arbeitsplatz 1 gehen. Läuft doch. Das läuft doch. Weil das so anstrengend ist, gehen wir noch mal schlafen und essen dann ein Bonbon. So, wir bewerben hier noch mal fleißig. So, immer die gleichen langweiligen Videos, weil er unser Hater ist. Bewerben. Ich höre schon wieder, dass irgendwas kaputt ist. Hier. Okay, reparieren. Wir können ja die ganzen Kurse machen, während unsere Leute hier arbeiten, ne? Das ist keine schlechte Idee. Okay. Ein Speedrun vom Spiel Awesome Beast Rocket. Gott. Auf jeden Fall war genug Zeit dafür. Okay, er hat sein Video fertig. Ich würde es auch dem Connor überlassen. Könnte gut sein.
Müssen wir noch warten, bis das Spiel ankommt. Da. Öffnen. Video öffnen. Für einen Speedrun sollten wir erstmal Gameplays gemacht haben. So, dann sorgen wir mal dafür, dass Connor den kürzesten Weg hat. Da machen wir 3 Gameplays. Dann gucken wir mal, wie das mit der Zeit aussieht. Dann die Walkthroughs. So, wir gehen jetzt mal hoch. Ach, da laufen wir, Mensch. Kommentare. Okay, das Spiel kommt nicht ganz so mega gut an. So, ich würde aber mal einkaufen auf diesem Ding hier. So, das laden wir auch noch mal hoch. Mensch, wir sind hier echt geldmachend gerade. So, Amazing Orden. Wir gucken mal, Topseller. Fluffy Gim Through Time. Oh, was war denn das hier oben? Eco-Friendly Dating. Ja, das kam am 23. Juni raus. Neueste Erscheinungen. Ho-Home Afro. Legendary Hillbilly. Ja. Die Frage ist nur, wie das dann... Ja, Mystical Squirrel. Aber hier, Eco-Friendly Dating. Wir kaufen das mal. Wir bräuchten halt noch echt was für PC. Auch das ist für Play Studios. Das ist für PC. Virtua Bass. Oder Bass. Irgendwie sowas. Die hört schon auf. Wir brauchen einfach mehr Konsolen. So, wann kommt die raus? Gar nicht. Auch gut. Jetzt mal zurück, danke. So, PC, World, Tech. Wir kaufen jetzt hier mal alles. Immerhin wären wir ja reich hier rechts mit den ganzen Sachen. Ich finde ja, wie gesagt, blöd, dass man hier alles einzeln kaufen muss und so. Aber hey. Dann haben wir immerhin einen 5. Arbeitsplatz, falls wir dann auch mal was machen müssen. Idee. Mal gucken, ob es was Neues gibt, was einfach wie wir alles gekauft haben hier. Es gibt neue Sachen. Ein Dart-Ding. Eine Handelbank. Das. Oh Mann, echt. Ich kaufe mir richtig sinnlos alles. So, ich würde noch mal ein bisschen Salat kaufen. Pizza, ein Burger. Ich liebe das, wenn hier alles voll ist. So, jetzt können wir ja mal anfangen, die erste Seite vielleicht leer zu kaufen. So. Ich meine, wir haben ja das Geld, ne? Ob das für ein Erfolg gibt, wenn man hier einfach einen Scheiß gekauft hat. Wir könnten auch alle Spiele einfach kaufen. Okay, wir sollten ein bisschen warten, bis wir alles hier kaufen. So. Okay, Emilia, darfst du mal das nächste aufnehmen? Achso, das ist gar nicht Emilia. Ich habe nur rosa gesehen und draufgeklickt. Ich gebe es ja zu. Ja. Hochladen. Video aufnehmen. Ihr könnt ja mal alle Gameplays dazu machen und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So. Ist sie denn da? Okay, wir sollten ihr auf jeden Fall noch das zweite oder ein zweites Spiel geben. Leather Robot. Da hat sie ja die Walkthroughs jetzt angefangen. Kann sie auch weitermachen. Arbeitsplatz 3, ja. So, wir müssen jetzt mal hier hin. Geh mal die Treppe runter, bitte. Dankeschön. So, wir öffnen jetzt hier erstmal alles, was wir kriegen.
2 Tagen erscheint das, okay. So, dann bewerben wir mal. Das läuft ja richtig gut mit dem Geld, ne? Also bald können wir hier richtig einkaufen, ne? Wenn wir so 50.000 haben, erstmal alles leer kaufen. Halt, halt, halt. Du nimmst gleich das nächste auf. Wenn wir schon mal dabei sind. Nimm noch mal ein Gameplay, lass mal, ob das Spiel läuft einfach so gut. Wo bin ich? Ich bin wieder hier hochgelaufen, super. Dann gehen wir nach unten. Wird Hunger. Also von mir aus können die gerne zwischendurch essen gehen. Ich habe da halt echt kein Problem mit. Alter, wir sind Stufe 47. So. Sie geht kurz rein, wieder raus. Nee, raus und wieder rein, so rum. Ach ja. So, gleich kann ich erstmal entspannt Abendbrot essen und dann beginnt meine Fastenzeit. So, Aufgabe abgeschlossen. Hantelbank. Was auch immer das jetzt bringen wird, aber hey. Na gut, wir haben die Hantelbank ja für 50, also das eine für 50 Dollar bekommen. Was ja bestimmt irgendwie 1000 Mal gekostet hat oder so. Aber wir haben ja das Geld. Deswegen können wir das ja auch ausgeben dafür. So, Typi. Video öffnen. Und ich muss dann bei Zeiten mal mit allen labern. Ego-friendly Dating. Nein. Du machst mal Little Robot. Machen wir die Gameplays, Walkthroughs und alles. Ja, geh ruhig an Arbeitsplatz 4, das ist auch okay. Ist die wieder nach oben gegangen. Emilia ist fertig. Wo ist die? Die ist hier unten oder was? Wir gucken gleich mal, wo die sich aufhält. Ach ja. Dann, da ist sie. Die haben Hunger, wir schicken die ja nach einem Video nach dem anderen machen. Mach nochmal ein Review dazu. Kann ja auch nicht schaden. Mal Arbeitsplatz 2, der müsste gerade frei sein. So, und wir öffnen jetzt mal fleißig weiter, was wir hier noch so haben. Fetten Jukebox-Automaten-Dings. So, das müssen wir jetzt auch schnell machen, weil wir müssen ja von Awesome Beast Rocket einen Speedrun hochladen. Deswegen darf Connor jetzt hier mal ganz entspannt... Halt, stopp. Halt, stopp. Ein Video aufnehmen. So. Awesome Beast Rocket. Das will keiner sehen, aber das ist egal. Das machst du an Arbeitsplatz 1, weil der ist gleich da. Juhu. Profil ansehen. So, dann... Bewerben. Oh, 35.000 hatten wir plötzlich. Ein Netzwerkangebot. Präsentation. Okay. Die ist dann auch mal bald. Wir gehen in der Zeit mal schlafen und einen Salat essen. Und bewerben das hier noch. Würdest du mir mit einem Video helfen? Ich werde dich in der Verlinkung beschreiben. Im Video verlinken, so. Ja. Videohilfe. Ja, warum nicht? Das können wir ja ganz entspannt machen, ne? Denk daran, dass irgend so ein Spiel gleich rauskommt. Ja, ist kein Problem. So, wir helfen mehrere Stunden. Irgendwie zwei, hier so einen ganzen Tag helfen wir dabei. Oder 2 Tage mittlerweile, ich weiß es gar nicht. Genug für heute, ich gehe nach Hause. Ist kein Problem. Vielen Dank, das Video ist klasse. Meine Freunde fanden das ziemlich cool von dir, weshalb du gleich 0 neue Abonnenten hast. Dankeschön. Wir haben durch das Ganze auch etwas Geld verdient und ich will dir als Danke die Hälfte davon abgeben. Ich hätte es auch echt umsonst gemacht, ehrlich gesagt. Es freut mich, wenn ich Leuten helfen kann. Was ist jetzt hier? Stufe 48, okay. So, dann aber den Spaten hier. Den können wir jetzt auch mal losschicken, dass er was Neues aufnimmt. Ja, nimm mal das hier auf. Gameplay. Arbeitsplatz
2 ist belegt, dann Arbeitsplatz 3. Wir haben ja extra ganz, ganz viele Arbeitsplätze. So, dann darfst du mal einkaufen. Und zwar ein neues Dings hier. So, wir werten den mal kurz auf mit allen. Und dann können wir ganz entspannt den Part beenden. Im Moment, gerade so im Leben ist es so, ich bin einfach so, ja, was heißt fertig, aber einfach so geistig. Manchmal erzähle ich dann was und ich weiß einfach nicht mehr, was ich gesagt habe vor 3 Worten gefühlt. So, ich mache jetzt hier mal Pause. Auf jeden Fall sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.